Corona-Krise war auch für die Familien da und dort eine Belastung. Und jetzt mit der Sommerferie, die vor der Tür steht, werden die Unsicherheiten nicht weniger. Der Bankenverband und das Amt für Soziale Dienste haben miteinander ein Sommeraktion lanciert, das heisst Freude schicken. Und wir haben uns bei der Projektleiterin des Bankenverbandes, bei Claudia Guntli, und bei der Mitarbeiterin des Amt für Soziale Dienste, bei Sarah Frick, informiert darüber, um was es bei dieser Aktion genau geht. Die Aktion Freude schenken beinhaltet ein kostenloses Ferienangebot, ein erweitertes Ferienangebot während der ganzen Sommerferien vom 6. Juli bis 16. August. Beim Amt für Soziale Dienste gibt es einen Bereich, der sich Kinder- und Jugendförderung nennt. Und er ist auch außerhalb der Corona-Zeit damit beauftragt, dass es ein tolles und spannendes Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche im Jachtstag gibt. Die Aktion ist für Kinder von 3 bis 12 Jahren mit Wohnsitz in Liechtenstein oder mit Liechtenstein-Bezug. Und die Kosten werden vollumfänglich von Banken getragen in Liechtenstein. Alle Banken beteiligen sich solidarisch an der Aktion. Für uns ist wichtig, dass es möglichst breites Angebot gibt. Wir haben es auch aus dem Bereich Spiel und Sport, wir haben es auch aus dem Bereich Wissenschaft, Outdoor, aber auch Kreatives, damit jeder oder jede für sich etwas findet, was ihm oder ihr Spass macht. Anmelden kann man sich über das Portal ferienspass.li. Dort sind für die jeweiligen Angebote die Anmeldeinformationen und man kann sich dann direkt beim Anbieter anmelden.